Hallöchen, Freunde. Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge bauen wir unsere kleine Mini-Werkstatt erstmal weiter. Stand der Baum da immer schon? I don't know. Okay, let's go. Wir nicht lange schnacken. Wir wollen ja auch mal ein bisschen was schaffen, ne? So, hier Platten. Bum, bum. Wie findet ihr das Let's Play bisher eigentlich? Ich hoffe, es ist okay für euch. Ja, es macht Spaß. Ihr habt Bock. Auf eine schicke, entspannte Siedlung hier. Okay, der kommt da hin. Und die anderen nicht. Bop, 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 bop. Der kommt da hin. Und der kommt da hin. Okay, jetzt ist die andere Seite dran. Nice. Und zack. Okidoki, dann kommt der hier hin und der dahin. Der kommt dahin, der kommt dahin. Ah, wieder falsche Richtung gelaufen. Der kommt nicht dahin. Hä? Hä? Ach so, okay. Waren nur die beiden. Ah, jetzt wahrscheinlich die Seite wieder. Okay, 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 okay. So. Alles klar. Jetzt kommt die andere Seite. So. Nein. Ja, müssen wir jetzt auch gleich jeden Moment fertig sein. Dahin. Nein. Genau, 15 von 15. Fertig. Nice. Geil. Unser kleines. Unsere kleine Mini-Werkstatt. So, dann machen wir das mal in so. Das haben wir 5 Snacken. Dann hauen wir die Werkstatt hier klein. Gib mir deinen Loot. Dein Lupusau. Okay, und dann die Werkstatt. Die Werkstatt kommt dahin und die Sägewerk, kriegen wir die auch noch hier rein? Passt, ne? Kriegen wir beides hier rein. Geil. Bauen wir Planken. Ja, ganz ehrlich, warum denn nicht, ne? Oder, ja, weißt du, der Grill, der kommt bei uns hin. Alter, schön auf der Veranda hier. Wo er nicht drauf passt, so richtig. Wie rum machen wir den denn? So, ne? So. Wir wollen schließlich bei uns grillen. Okay, wir haben die Werkstatt, wir haben das, wir haben das. Es fehlt eigentlich. Wir können ja. Wie viel Holz haben wir denn? Rezept zuweisen. Haben wir 20 Holz? Nein. Aber lassen wir erstmal durchlaufen. Dann holen wir nochmal eine Fuhre Holz. Da, 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 da. Da müssen wir auch langsam mal so eine kleine. Oder so ein paar Hütten für Begleiter bauen. Versteht ihr? Dass die jeder Begleiter auch so eine kleine Hütte hat. Oh, geil, ja. Was bauen wir denn für Hütten für unsere Begleiter? Da reicht eigentlich so eine kleine Hütte, glaube ich, ne? Da würde ich jeweils hier so eine Hütte bauen. 40 Holz. Hier. Boah, hier haben wir auch wieder tonnenweise Holz. Tschüss! So viel Holz, Leute. So. Den hauen wir auch um hier. Wir könnten auch einmal 80 Holz sammeln und dann bauen wir 2 so Basic-Hütten.
Damit wir erstmal zwei Bewohner in unserem Dorf haben. Wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Okay, wir haben keine Axt mehr. Alles klar. Hat sich erledigt. Geil, mit dem Rauch von dem Lagerfeuer. Cool. Sprinte nicht möglich. Du bist nicht möglich. Okay. 14 Planken haben wir. Ich wollte eine Dingens benutzen. 8 Planken. Okay. Aufrüsten. Fertig. Geil, jetzt können wir uns wenigstens die guten Sachen bauen. 3 Holzstäbe. Ja, komm, lassen wir die mal eben zu Ende laufen. So, Rezept ändern. So, 3 Stück. Ja, am besten 6. Und ich könnte hier einfach schon mal die Planung machen. Holzhütte. Euch baue ich hier hin. So, 1. Hä? So wollte ich den nicht haben. Der ist da voll weggeglitscht. Kann man den nicht bauen verlassen? Da ist der voll weggeglitscht gerade. Den wollte ich gar nicht hinsetzen. So gemein. Der flutscht immer einen nach hinten. Habt ihr das gesehen vorhin? Jetzt kommt schon wieder ein scheiß Gewitter. Guck mal, jetzt ist gerade, glaube ich, ne? Ich mache den jetzt mal ein bisschen nach vorne. Bleibt da vorne stehen, das war so klar. Ich bin voll am Arsch, ey. Ah, erst glitscht er so, dann glitscht er so und dann bleibt er auf einmal so. Ich will doch nur, dass sie auf der gleichen Höhe sind. Das Auge guckt natürlich mit beim Bauen. Weißt du was, ich baue erst die Hütte hier fertig. Arschlecken. So, bumm, bumm. Weiter geht's. Zack, 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 zack. Und 2 Solzkis. So und so. Hier knallen wir eine Tür rein. Das rein. So und so. Kein Holz mehr oder was? Nein, kein Holz mehr. Alles klar. Vielleicht ist ja jetzt hier mein Werkding. Ah, scheiße, ich bin so doof, ne? Jetzt habe ich die Dinger gebaut. Jetzt habe ich einfach kein Holz mehr, ne? Doch, eine Waldaxt. Ah, geil. Kann ich noch bauen. 2 Stück. Geil. Perfekt. Schwein gehabt. Warte mal, die Sticks kann ich mir auf den Grill hauen. Hallo? Zurück. So, alles klar.
Oh, festgebackt. Drr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 r
Ja, einen können wir schon nehmen. Ja, hallo. Beef Boss. Hi, Beef Boss. Ja, es ist schön, dich kennenzulernen. Ja, finde ich auch. Puh, ich bin so müde. Ich glaube, ich werde die Nacht in diesem Dorf verbringen. Ja, alles klar, gerne. Ich habe ständig diesen Traum von einem netten Dorf, in dem ich zur Ruhe sitzen kann. Ja, ey, halt, komm her. Ja, na klar. Jo. Mach's dir bequem, Beef Boss. So, Beef Boss haben wir. Nice. Beef Boss in diesem Level. Geil. Können wir Dorf aufwerten. Granit. Ein gewöhnlicher Stein. Aber passt eigentlich erstmal. Guck mal, wir haben unsere Dinger hier. Nice, nehme ich. Inventar ist voll, geil. Snacken wir mal eben, dann können wir unsere Steaks da rausnehmen. So. Dankeschön. Können wir... Spielsachen? Nein, wir brauchen noch ein Spinnrad. Holzstab, ein Holzstab. Holzstab. Fünfe, mach mal fünfe. Und wir bauen nochmal just eine zweite Hülle dahin. Zumindest schon mal den Bauplatz. So, ich hoffe, der snappt jetzt schön auf gleicher Höhe da dran. So passt das schon, ne? Ah, ja, es passt. Ich bin erleichtert. So. 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 Ja. Perfekt. Der kommt da dran, der kommt da dran. Und der kommt da dran. So. Ich bin schon ein richtiger Pro hier beim Basteln. Richtig gut. So. Dahin. Leute, gefällt's euch? Gefällt euch meine neue Siedlung hier? Ihr könnt mir ja mal so ein paar Sachen in die Kommentare schreiben, worauf ihr mal Bock habt. Necken wir da dran. Kriegen wir den von hier. So. Die zweite Hütte ist auch fertig. Geil. Können wir auch schon mal ein Bett reinbauen. So. Ich finde das ganz cool. Da haben wir hier so eine Hüttenreihe. Voll cool. Okay, die Dinger sind fertig. Thank you very much. Beef Boss. Was geht ab? Ach ja, Granit brauchen wir. Granit. Wo haben wir denn hier Granit? Da. In unserem Waldstück, wo wir den ganzen Wald wegroden. Da haben wir Granit. Nee. Okay, 17 Granit. Okidoki, das sollte reichen. Da, da, da. Was ist los? Was ist das? Dorf aufwerten. Jetzt können wir einen zweiten Dude hier reinholen. Gut, dass wir die Hütte schon haben. 15 Planken, 25 Granit. 15 Planken, Leute. Haben wir noch? Planke, Rezept ändern. 15. Und Granit. Granit können wir auch direkt holen da hinten. Damit wir direkt auf dem freshen Level sind.
Ganz ehrlich, ich finde die Siedlung jetzt schon geiler als meine erste. Aber mit der ersten Siedlung ist das ja immer so eine Sache. Man kennt die, weiß nicht, wie man so bauen muss. Man fuchst sich erst immer so ein bisschen rein. Aber ich finde es bisher gelungen, unsere zweite Base. Haben wir schon zusammen. Sammeln wir hier die einzelnen noch ein. Und wenn wir schon dabei sind, stecken wir mal wieder ein bisschen Holz. Bei 15 Planken ist er auch schon enorm, ne? Ah, ist voll geil mit dem See hier in der Nähe. Voll geil. Ich feiere es ein bisschen. Komm, wir gehen mal an den See gucken. Sieht bestimmt cool aus. Ob es unter Wasser auch irgendeinen Loot gibt, den man sammeln kann? Oh, das sieht cool aus. Kann man eigentlich auch tauchen? Oh. Hallo? Ich kann ihn nicht mehr einsammeln. Scheiße. Okay, ich wüsste jetzt nicht, wie ich tauchen kann. Okay, ich schmeiß die ganze Zeit meine Fackeln weg aus Versehen. Okay, tauchen kann man nicht. Die tanzt Tango, die Fackel. Ich hätte auf jeden Fall auch Bock, einen Stall zu bauen, um da Schafe oder Kühe oder so reinzumachen. Ich tendiere eher zu Kühe. Ich weiß nicht warum, ich finde die irgendwie ein bisschen cooler als Schafe. So, ja, soll erstmal reichen an Holz. Granit müsste auch fertig sein. Hühner wären auch geil. Ah, ich glaube, ich habe die Palisade ein bisschen zu nah gebaut, aber scheiß drauf, die ziehen mir jetzt eiskalt so durch. Vielleicht reißen wir sie wieder ab, wenn wir irgendwann mal mehr Zeit haben. Aber erstmal bleibt das so. Den Baum hier so drinnen finde ich tatsächlich auch ziemlich cool. Den lasse ich auf jeden Fall auch stehen. Yo, 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 Alter, wer bist du denn? Otis. Ja. Hallihallo. In meiner Welt nennt man mich Bauer. Aber hier kannst du mich ruhig Otis nennen. Alles klar, Otis. Du kannst gerne hier bleiben. Lebe in meinem Dorf. Alles klar. Yo. Ciao. Dorf aufwerten, machen wir auch mal eben. Ah ja, Flanken. Wir brauchen ein paar Flanken. Müssten fertig sein, ne? Thank you very much. Geh weg hier. So, Dorf aufwerten. Dorf. Geil. Woohoo! Beef Boss. Dorf aufwerten. 20 Planken. Knochenwurzel haben wir. Noch mehr Planken. Alles klar. Gut, dass ich Holz geholt habe. Machen wir mal. 20 brauchen wir. Ich mach mal 19. Komm, dich brauche ich nicht mehr. Unterstützer wegschicken. Jo, wegschicken. Hau ab. So. Beef Boss. Lass uns über Jobs reden. Hilf dem Dorf. Lebensmitteljobs. Bereite Essen zu. Ich wäre gern dein Koch, alles klar. Lass uns über Jobs reden. Hilf dem Dorf. Ressourcenjobs. Sonderressourcen. Alles klar. Jo. Was ist mit dir? Hä, bist du jetzt in meinem Dorf hier oder was? Nö, du bist nicht in meinem Dorf hier anwesend. Was willst du hier, Robin? Lass uns über John hilft dem Dorf. Ressourcenjobs. Ohne Ressourcen. Alles klar. Ciao mit V. Wir sind schon wieder hungrig. Wir snacken mal ein
Snacky Snack. Oh, gebratenes Fleisch bringt richtig viel. Okay. Wir haben 20 Planken in Auftrag gegeben. Das heißt, wir müssen wieder ein paar Planken hier rankarren. So. So, Baumstamm bleibt hier. So. Bum, bum, bum. Ach, dieses komische Ding. Was das ist, weiß ich auch nicht. Da muss ich mal, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit und Ruhe habe, ich muss jetzt erstmal so ein bisschen meine Base bauen. Das bockt nämlich richtig irgendwie. Einen hauen wir noch um hier. So, das sollte erstmal reichen wieder. Ah gut, Inventar ist eh voll. Perfekt. Zwei Schlafi-Hütten haben wir. Geil. Jetzt ist natürlich die Frage, brauchen wir jetzt noch eine dritte Hütte? Planken schon fertig. 19 Planken sind schon fertig. Geil. Nehme ich. Dankeschön. Dorf aufwerten. Dorf aufwerten. Stufe 5. Grasland. Geil. Danke, 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 danke. Okay, was kostet mich jetzt die Aufwertung? Granittafel. Okidoki. Wie kommen wir an einer Granittafel dran? Erstmal möchte ich jetzt hier bauen. Das Ding kann wahrscheinlich auch im Regen nicht benutzt werden, ne? Kriegen wir den hier rein? Ich baue den erstmal hier. Ne, warte mal. 8 Planken brauchen wir. Ich möchte erstmal gucken, ob wir das Sägeding hier reinkriegen oder eher das andere Ding da reinpasst. Was ist denn Spieler hier? Achso, das bin ich. Und das ist die Garde. Ja, wir sind schon weit gereist, ne? Oh, geil, guck mal, hier ist sogar zufällig eine Höhle. Wann haben wir die denn gefunden? Wie viele Planken brauchen wir? 8. 3 haben wir. Kann man eigentlich irgendwie so eine Art Weg bauen? Bauteile. Böden. Wände, Treppe, Zäune, Stützen, Dächer. Das sieht nicht so cool aus. Wenn man jetzt einfach... Ja, rein theoretisch könnte man einen Weg bauen. Rustikaler Boden. Wenn man den hier einfach so nimmt... hat man hier so einen Weg, ne? Ah, der sollte da nicht hin. Sag ich, mach meine ganze Axt kaputt.
So. So, jetzt hätte man so einen imaginären Weg. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Das ist natürlich wieder scheiße. Das passt mir ja wieder gar nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Zweier. Das sieht scheiße aus. Das sieht richtig scheiße aus. Aber so hätte man jetzt so einen imaginären Weg, den man so bauen könnte. Das passt mir jetzt überhaupt nicht. Das stört mich total. Okay, dann bauen wir den mal. Schickimicki da dran. Den da dran. So. Passt jetzt zwar immer noch nicht mit dem Ding da, aber so hätte man jetzt hier so einen Weg, so einen provisorischen. Versteht ihr, was ich meine? So könnte man jetzt hier den Weg einfach so optisch alles... Hallo. Optisch alles miteinander verbinden. So, gib mir Planken. Gut, und jetzt könnten wir eigentlich mal gucken, was ich eigentlich vorhatte. Und zwar das Sägeding. Ich glaube, das Sägeding passt hier besser rein, ne? So, den Steinzerkleinerer, den knallen wir hier hin. Granittafel. Marmortafel, alles klar. Alter, wie viel Scheiße hier einfach rumliegt. Wir brauchen fürs nächste Dingen... Knochenwurzel. Haben wir keine mehr. Ich will mal gucken, pennen die jetzt in ihrer Hütte? Jo. Eher nicht. Was passiert denn, wenn ich Tür zumache? Die haben forever da eingesperrt. Aber so mit dem Weg finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So, kann man hier so lang tippeln. Kann man auch Fackeln bauen? Möbel. Beleuchtung. Zeitlose Lampe. Blockhütte, Küche. Ja, das sind mehr so Wohnzimmerlampen. Ich bräuchte so eine Fackel, die man so draußen irgendwie hinhängt. Kupferbarren. Alles klar. Okay, Leute, das ist vielleicht irgendwas für spätere Folgen. Wir könnten ja mal für die nächste Folge schon mal unser Lager eventuell planen. Unser Lager. Ob wir das jetzt hier neben der Werkstatt, wird es am meisten Sinn machen, ne? Okay, Leute. Ich glaube, in der nächsten Folge planen wir einfach mal unser Lager. Ich würde einfach mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald, Rian. Ciao mit V.